wunderschönen guten Sonntag, Ostersonntagmorgen. Ja, morgen schon fast zu spät. Es geht schon gut auf 10 zu. Wir sind doch ein bisschen später losgekommen als gedacht. Aber gut, so ist das, wenn die Zeit eine Stunde nach vorn gestellt wird. Herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich, dass ihr so zahlreich mit mir auf die Strecke geht. Ja, ich habe euch die letzte Zeit wieder echt ein bisschen vernachlässigt. Nicht so oft mitgenommen. Aber das hat sich aufgrund diverser privater Umstände einfach nicht ergeben. Jo. Dementsprechend nutzen wir jetzt das lange Wochenende. Geht mal wieder auf die Strecke. Ostern, wisst ihr, ist immer ja, eine gute Idee, mal ein paar Kilometer zu machen. Und so wie wir 22 nach Karlsruhe gegangen sind, letztes Jahr die Spendenwanderung mit 84 Kilometer gemacht haben, so gibt es heute eine etwas entspanntere Runde nach Tübingen. Das sind von hier aus ca. 40 Kilometer. Aufgrund der vorangeschrittenen Stunde auch ganz gut, dass wir da noch im Hellen hoffentlich ankommen. Und ja, dann nachher am alten Rathaus die Abschlussrede halten können. Gut, bis dahin nehme ich euch mit. Wir gehen jetzt von Lehrenberg hier über Böblingen runter Richtung Tübingen und werden dabei ja auch einen Großteil des Naturparks Schönbuch mitnehmen, den ich wie immer zum Wandern auch ganz toll finde. Da waren wir noch nicht so oft, deswegen nehme ich euch da ganz gerne mit. Also, nicht viel geschnackt, ab auf die Strecke, los geht's bei bestem Wetter. Ihr seht, die Sonne strahlt mich schon an. Lehrenberg schon raus und laufen übers Blemseck. Das zeige ich euch bloß mal kurz aus der Ferne, weil da schon Leute sind. So, also hier findet das, glaube ich, sogar weltweit größte Motorradtreffen statt. Und wenn ihr da Bock habt im Sommer, kommt vorbei. Ansonsten ist hier halt ein lustiger Treffpunkt. Gibt es immer Rode, Bommes, was zum Trinken, schöner Kiosk hier dabei. Also, und zum Motorradgucken natürlich auch hervorragend. Zusätzlich ist das hier ein Teil der alten Solitude-Rennstrecke. Also durch den Wald, durch die Büsche durch, kann man noch den alten Turm sehen von der Rennleitung. Und auch hierfür gibt es an dieser Stelle im Sommer ein Event. Also so eine Art Oldtimer-Treffen. Und da wird die Rennstrecke auch immer wieder befahren. Da sind wir feuerwehrtechnisch zur Absicherung immer wieder dabei. Zum Glück gibt es relativ selten schwere Unfälle. Vor ein paar Jahren hat man mal einen, wo jemand aus der Kurve gekommen ist und so blöd reingekracht ist, dass man den aus seinem Fahrzeug herausschnibbeln musste. Ja, aber ansonsten immer mal interessant, gerade mit den alten Autos, schön laut und noch dazu natürlich auch der Duft des Benzins. Sowas liebe ich ja. Also wenn ich mal hinter einem Fahrzeug fahre, richtig schön nach verbranntem Benzin riecht, da bleibe ich auch ganz gern dahinter und atme das ein. Ja, so ist das halt. Kann mit Elektrokisten nichts anfangen. Ich stehe im eigenen Saft. Puh. Ist gerade von unten vom Glemseck Richtung Frauenkreuz hoch. Anstieg ist ein Trail eigentlich für Mountainbikes, der runtergeht. Unglaublich. Weswegen ich eigentlich anmache, auch wenn es jetzt durch die Sonne hinten rein nicht so gut zu sehen ist. Die große Buche, die hier steht im Hintergrund, die ist eine sogenannte Blutbuche. Die heißt so, weil irgendein Enzym fehlt. Wenn wir später herkommen und die Blätter kriegt, würden wir feststellen, dass die im Frühjahr und im Frühsommer ganz rote Blätter hat. Wie gesagt, irgendein Enzym fehlt. Dementsprechend hat die eine Rotfärbung der Blätter. Das Grün darunter schimmert gar nicht durch. Und das verliert die dann aber im Laufe des Sommers. Zum Herbst hin kann man die von anderen Buchen von der Grün-Gelb-Färbung nicht mehr unterscheiden. Aber wenn ihr mal im Wald unterwegs seid, jetzt im Frühjahr und Frühsommer, achtet mal auf die Buchen mit roten Blättern. Schon habt ihr eine Blutbuche gefunden.
weiter geht's. Damit sind wir am Katzenbacher Hof auch schon direkt wieder vorbei. Da war jetzt für diese Uhrzeit doch schon erstaunlich viel los. Dementsprechend mit Kindern auf dem Spielplatz und so weiter habe ich da die Kamera ausgelassen. Und jetzt, wenn wir vorbei sind, können wir ran. Also, wir haben das ja auch schon mal irgendwann drauf gehabt. Ist so 6,5 Kilometer jetzt nach Stadt. Ist also von Leonberg, von Stuttgart, wie auch immer, hervorragend zu erreichen. Und ich versinke hier, während ich rede, im Matsch. Hervorragend. Herzlich willkommen zurück an irgendeiner Autobahnbrücke außerhalb von Stuttgart. Also eben Stuttgart-Vaihingen verlassen und wandern jetzt Richtung Böblingen. Das wieder in hervorragender Natur. Durch Böblingen, glaube ich, ein Stückchen durch. Und dann müsste es eigentlich schon so langsam ins Schönbuch gehen. Tja, das war wohl auch früher schon ein ausgeprägter Fuhrweg und dieser Gedenkstein erinnert daran, ich weiß nicht, ob 1868 der Fuhrmann ums Leben kam oder ob das der Zeitraum ist, wo dann der Stein aufgestellt wurde, aber der 15. August 1868 dort eingemeißelt, sagt ganz klar und warnt, dass man Acht geben soll auf den Straßen, denn sonst kann es schnell passieren, dass man unter das Rad seines Wagens kommt. Oder das eines anderen. Naja, gut, also dementsprechend vorsichtig wandern. Fahrradfahrer nehmt Rücksicht. Autofahrer auch. Auf Radfahrer und auf Fußgänger. Okay, also damit wieder Wort zum Sonntag abgeschlossen. Weiter geht's. Freunde der gepflegten Wanderblase. Diese Wege hier, ihr kennt sie. Waldwege. Schön mit Schottersteinen und manche davon natürlich auch lose. Jetzt habe ich es gerade geschafft, mit dem linken Fuß einen vielleicht so großen Stein hoch zu befördern und mit meinem Sprunggelenk innen wegzuschießen. Wenn der Schmerz nachlässt, es ist so ein herrliches Gefühl, gibt garantiert einen blauen Fleck, habe ich in meiner gesamten Wanderkarriere noch nicht geschafft, mir selber mit dem Stein so anzuschießen, dass ich vor Schmerzen in einen Baum hätte beißen können. Puh, ja, wollte ich euch nur mal kurz mitteilen. Ach, herrlich. Also die Wege hier, ein Traum. Ausreichend breit und trotzdem nicht so waldautobahnmäßig. Und was halt jetzt einfach schön ist bei dem Wetter mit der Sonne. So langsam kommt der Frühling. Es blüht alles so langsam wieder ein bisschen. Wird grün. Herrlich. Ich genieße es, dass der Winter endlich rum ist. Also natürlich wird es mal bescheidene Tage geben. Und sicherlich auch noch mal kalt und nass werden. Aber an solchen Tagen wie heute ist doch, besser geht's doch gar nicht. Traumhaft. Wenn wir hier schon vorbeikommen, auch wenn ihr das vielleicht für selbstverständlich erachtet, aber ich zeige euch mal was. So, ihr habt bestimmt dieses lustige gelbe Blümchen gesehen, oder? Das ist die Sumpfdotterblume. Die ist hier schützenswert. Deswegen ist das hier an der Stelle auch und weiter in die andere Richtung ein Naturdenkmal. Also ähnlich ein Naturschutzgebiet, wo man aufgefordert wird, eben auf den Wegen zu bleiben, nichts auszurupfen, nichts zu lagern, kein Feuer zu machen und so weiter. Also auch so kleine Sachen können in der Umwelt manchmal gefährdet sein, wenn man nicht drauf aufpasst. Also bleiben wir schön auf den Wegen und genießen die Natur um uns herum, die langsam wieder zu Leben erwacht.
Freunde, es gibt auf solchen Wanderungen nichts Besseres als einen Brunnen. Zwar kein Trinkwasser, aber zum Abkühlen hervorragend. Wir sind nämlich hier jetzt auf der Häfnersteige, bei Kilometer 15 etwa. Eigentlich wollte ich vorher an der Bank schon Pause machen, nach 15 Kilometern erreichte mich dann doch so ein leichtes Hüngerchen. Aber wenn ich mir das so angucke, nein. Jetzt den Bauch vollschlagen und dann Höhenmeter, keine gute Idee. Von daher werden wir erst die Steige nehmen und dann oben uns einen Pausenplatz suchen. Also, ein paar Meter geht's noch hoch. Jo, wir sind oben, machen wir Pause. Freunde, Kilometer 15 ist sozusagen schon durch, 15,3 oder so. Und das trotz Frühstück kommt so langsam das erste kleine Hüngerchen. Immerhin haben wir es jetzt 12:30. Und dementsprechend ein bisschen was vorbereitet. Natürlich nur ein bisschen, weil es ja nur eine 40 Kilometer Runde heute. Aber natürlich darf da ein leckeres Matschetoast mit Frischkäse und Wurst und Butter nicht fehlen. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Und im Anschluss gibt es noch einen Twix. Und natürlich, was darf nicht fehlen? Eine Cola. Dann ist sozusagen die nächsten Kilometer wieder gesichert. Also, guten Hunger und euch gutes Mittag, was auch immer. Wir sehen uns nach der Pause auf der Strecke. Damit ist die Pause auch schon wieder beendet. 10 Minuten später geht es weiter. Ein bisschen gestärkt. Damit kann der Zucker jetzt wirken, denn wir kommen jetzt auf die nächsten Höhenmeter zu. Also wir laufen jetzt wieder ein bisschen runter hier. Und da seht ihr schon da hinten schöne, saftige, grüne Wiese. Die müssen wir nachher wahrscheinlich irgendwie, irgendwo rum wieder hoch. Kommen noch ein paar Höhenmeter. Auch am Ende der Strecke, so Kilometer 37, 38, geht es nochmal richtig schön mit dem organischen Anstieg kurz vor Schluss nach oben. Mit Hindernisstrecke. Sich hier nicht auf die Nase zu packen, ist aber auch alles. Ist ja schon zu geil, oder? Der kam ja gerade über den Weg geflogen, setzte sich hier am Weg an einen Baum, wollte nach Würmchen gucken wahrscheinlich, hat mich dann leider doch bemerkt, ist weggeflogen. Und ich habe da gerade gesehen, der hat immer wieder geguckt, ob ich noch da bin und sich da wieder verzupft. Also war schon witzig. Hätte ganz gern gehabt, wenn ich euch noch das Klopfen hätte aufnehmen können und wieder mit seinem Kopf so tak, 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 tak. Ja, aber solche Sachen seht ihr halt nur, wenn ihr rausgeht. Ab in die Natur. Perfekt. Also, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, aber da hinten ist ein Schild, da steht drauf, bitte nicht betreten, Wildschutzfläche. Auch darauf nochmal hinzuweisen, es gibt hier manchmal so Schneisen, durch die man rein theoretisch durchlaufen könnte. Manchmal Komoot auch so einen Weg anzeigt. Wenn aber so ein Schild steht, lasst es. Geht außen rum, bleibt auf den Wegen. Denn die Problematik dabei ist, dass hier natürlich auch die Tiere sich zurückziehen können sollen, insbesondere jetzt, wo es Junge gibt. Also bleibt auf den Wegen, auch wenn es kein Naturschutzgebiet ist oder sowas. Die brauchen einfach auch ein bisschen ihren Rückzug und ihr geschütztes Umfeld, damit sie da nicht völlig verängstigt jedes Mal wegrennen müssen. Gut. Vorhin auch noch, habe ich gar nicht kommentiert, das Schutzschild von der NABU an der Schranke bei Kilometer 14, 15, dass da gerade Krötenwanderung unterwegs ist und man deswegen nachts nicht dort auf dem Weg Fahrrad fahren soll oder Auto fahren soll oder selbst da lang wandern soll. Aus der Gefahr raus, dass man die Tiere natürlich da ertreten könnte. Gut, halten wir uns auch dran, wir sind tagsüber unterwegs.
Komoot Premium Version ist ja ganz toll. Aber dass das Gerät einem wieder mal nicht sagt, wenn man falsch läuft, hier ist die Abbiegung. Wir hätten links laufen müssen. Jetzt sind wir hier umsonst Höhenmeter gelaufen. Ich könnte kotzen. Gut, also zum Glück rechtzeitig nur drauf geschaut. Und in dem Moment, wo ich drauf schaue, sagt mir das Gerät, jetzt links abbiegen. Also eigentlich, wo wir hier sein sollten. Nicht 100 Meter weiter. Schlimm. Naja, gut. Also wieder auf dem richtigen Weg. Weiter geht's. Kilometer 23 etwa. Wir sind auf Waldautobahn unterwegs. Muss auch mal sein. Aber schön ruhig hier. Mittlerweile habe ich sogar ein paar mehr Menschen gesehen. Also ein paar Gruppen, die unterwegs sind. Aber auch einzelne Leute mit Wuffis. Zum Beispiel. Richtig nett. Und die meisten davon grüßen sogar. Herrlich. Gut. Ja, wenn denn hier schon so ein bisschen langweiligere Strecke ist, dann kann ich euch ja kurz noch erzählen, dass ich Ende April auf dem Mammutmarsch München auf den 55 Kilometern unterwegs sein werde, nachdem der Termin aus März ja leider wegen Wetterproblemen gecancelt werden musste und ich da ja nicht teilnehmen konnte, kann ich jetzt aber am Nachholtermin. Also machen wir das. Ursprünglich war geplant, eine Woche vorher Duisburg mitzunehmen, wäre aber relativ weit weg gewesen. Da bietet sich doch Starnberger See mit 200-300 Kilometer Entfernung besser an. Ne? Irgendwann komme ich auch mal ins Ruhrgebiet. Gut, also, wer da zufällig sein sollte, 27.04. würde mich über Gespräche freuen. Also ruhig anschwätzen, wenn ich irgendwo an euch vorbeirennen sollte oder ihr an mir vorbeirennt. Und dann ich euch ja meistens noch nicht gesehen habe, ihr mich ja schon öfter gesehen habt, dann könnt ihr mich einfach mal anschwätzen. Wir haben Kilometer 25 circa erreicht. Eine Bank ist nicht in Sicht, aber dieser tolle Stamm hier wird es auch tun. Also dementsprechend nutzen wir den jetzt als Pausenpunkt, trinken eine kleine Cola, nehmen einen Schokoriegel und dann geht's schon wieder weiter. Sonne hat sich ein bisschen verzogen, es bewölkt sich zunehmend. Weiß nicht, ob das noch Rest Sahara-Staub ist oder einfach nur normale Wolken. Egal. Prinzipiell aber gar nicht so unrecht, wenn so ein bisschen Lüftchen jetzt kommt, die Sonne nicht ganz so warm ist, denn es ist schon unter Anstrengung fast wieder zu warm. Naja, gut, müssen wir durch. Also jetzt erstmal Päuschen machen und dann geht's gleich weiter auf die Strecke. Pause beendet. Weiter geht's. Wir laufen jetzt hier auf so einem richtig schönen Höhenweg. Auf der linken Seite in absehbarer Zeit werden wir dann nach Weil im Schönbuch runtergehen. Und dann geht es nochmal einen Hugel hoch. Dann geht es nochmal ganz tief runter irgendwann. Und dann nochmal richtig hoch. Also zwei wirkliche Anstiege haben wir jetzt noch. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit den Wanderlügen. Hinter dem nächsten Berg da oder der nächsten Kuppe, da ist dann der Gipfel. Na dann, lassen wir uns überraschen. Wenn wir hier oben schon so einen schönen Ausblick haben, dann zeige ich euch doch mal kurz da hinten das Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Also kann man wieder hervorragend rüber gucken aus der Höhe hier. Da beginnt ein wundervolles Landschafts-, Natur- und Wandergebiet. Da müssen wir unbedingt auch noch mal hin. Aber es ist halt immer mit dem Auto erstmal eine Stunde hinzufahren. Aber mal gucken, vielleicht machen wir das auch irgendwann so, dass ich da in einer Mehrtagestour hinwandere. Aber dazu fehlt mir noch das Material, um irgendwo zu übernachten. Zelt oder Schlafsack, keine Ahnung. Ja, sowieso. Ich meine, wir sind jetzt irgendwo so bei kurz vor 970 Abonnenten. Heißt, wahrscheinlich werden wir irgendwann in der nächsten Zeit mal die vierstellige Summe erreichen. Da das natürlich eine Traumzahl ist, wäre die Frage, was wünscht ihr euch dann eigentlich? Was ist dann als besonderer Content für euch interessant? Macht mal ein paar Vorschläge in den Kommentaren und dann gucken wir mal, machen wir daraus vielleicht eine Abstimmung. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Was wie Mehrtagestour, QA, Kasperle-Theater, keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Also von daher, naja, werdet das schon irgendwie vorschlagen. Thank you.
herzlich willkommen in Weil im Schönbuch. Durchaus interessant. Kirche habt ihr gerade schon gesehen. Hier sehen wir den alten Wehrdurchgang, so eine Art Wehrmauer aus dem 12. Jahrhundert. Ein bisschen was davon übrig ist, weil ein Teil wurde im 17., ein weiterer Teil im 18. Jahrhundert abgetragen. Und wir laufen hier auch gerade noch vorbei am ehemaligen Kloster bzw. am Pfleghaus, das bis ins 17. Jahrhundert rein auch als das Pesthaus bezeichnet wurde, weil hier unter anderem auch Gericht untergebracht war und damals natürlich auch entsprechend Versorgung und Verwirtung der Kirchenobersten sichergestellt wurde. Freunde der gepflegten Wanderblase, da drüben wartet irgendwo unser vorletzter Anstieg. Da sieht man so den Weg da hoch. Da müssen wir nuff dahinter. Also, auf geht's. Höhenmeter-Training live. Nachdem die Menschenmassen jetzt endlich mal alle vorbei sind, kann ich mal die Kamera anmachen. Wir laufen auf Kilometer 30 zu und befinden uns jetzt mitten im Schönbuch und damit im Naturpark und hier insbesondere in einem von 5 Rotwildgebieten, die in Deutschland noch vorhanden sind. Neben Nordschwarzwald, Südschwarzwald, Allgäu, keine Ahnung, irgendwo noch eins. Und eben hier im Schönbuch. Ja, wenn wir Glück haben, können wir vielleicht sogar das eine oder andere sehen. Ist ja noch schön vom Wetter her. Vielleicht lassen die sich auch ein bisschen die Sonne auf dem Pelz brennen. Mal sehen. Falls ich was von der Linse kriege, kriegt ihr es auch zu sehen. Und ihr seht, Wetter hat sich wieder deutlich gebessert. Wolken, Nebel, Sahara-Staub, was auch immer, ist weg. Sonne pur. Also können wir wieder ein bisschen Bräune nachtanken. Jo, wir sind auf den letzten 10 Kilometern Richtung Tübingen. Laufen jetzt so geradeaus auf einer Höhe mehr oder weniger und dann am Ende nochmal ein ganzes Stück runter, bevor der letzte Aufstieg kommt. Wirklich. So, zu Ehren des Herrn Dr. Professor Wiedermann machen wir hier eine Pause. Wir sind jetzt bei Kilometer, ich glaube 34. Und es ist hier schön ruhig im Wald gelegen, hervorragend. Ja, unser werter Professor Dr. Wiedermann hatte den ersten Lehrstuhl für Forstwirtschaft, weil davor im 17. Jahrhundert ist ja eine absolute Übernutzung passiert. Das heißt, hier wurde abgeholzt, dass es nur knallte. Es waren wahnsinnig viele Wildarten hier, die zusätzlich die jungen nachwachsenden Bäume verbissen haben. Und damit drohte eine Energiekrise, weil Holz zu diesem Zeitpunkt einfach noch das Material zur Energiegewinnung war. Wärme und auch Dampf und. Ja. Ja, dementsprechend musste was geschehen und deswegen wurde dafür gesorgt, dass weniger Wildverbiss stattfand, dass weniger abgeholzt wurde und das Ganze wissenschaftlich begleitet wurde. Also dementsprechend Ehrenmal, macht Sinn. Und so wie sich das hier ausschaut, würde ich sagen, hat der Wald sich in der Zwischenzeit in den letzten 200 Jahren wieder langsam erholt. Pause. Und damit geht es weiter. Die Sonne geht immer tiefer, es wird ruhiger und damit werden wir jetzt aus dem Schönbuch Wildgehege demnächst austreten. Nächster Zwischenstopp ist das Kloster Bebenhausen, das schon, glaube ich, zu Tübingen eigentlich dazugehört. Also machen wir mal die letzten 1-2 Kilometer dahin noch und dann gibt es noch ein bisschen was zu gucken und was zu erzählen natürlich. Freunde der gepflegten Wanderblase, ihr dürft mich ab sofort ansprechen mit Ihre Durchlaucht. Wir sind hier auf der Via Reni unterwegs, einer alten, wichtigen Straße, die damals das Rheinland, deswegen Reni, Rhein, als Handelsweg mit der Gegend hier sozusagen und dann aber auch weiter bis ins in die Alpen, über die Alpenpässe nach Italien verbunden hat. Und hier sind nicht nur Händler unterwegs gewesen mit ihren wichtigen, teuren Waren, sondern zusätzlich natürlich auch zu den entsprechenden Zeiten im Mittelalter. Kaiser und Könige wurden hier durch die Gegend gefahren. Ja, also dementsprechend erstmals urkundlich 1191 erwähnt, wandern wir oder wandeln wir hier auf sehr wichtigen Wegen. So, wir kommen jetzt von oben runter zum Kloster Bebenhausen.
Aber weil wir hier gerade so einen schönen Blick von oben drauf haben, würde ich euch sagen, zeige ich euch das nochmal, weil ich weiß nicht, wie gut wir dann diese großen Mauern unten noch auf dem Bild erkennen können. Also zumindest schon mal von hier ein bisschen Übersicht. Noch ein bisschen was vom Kloster gesehen und ja, von der Geschichte her weiß man gar nicht so genau, wann eigentlich dieses Kloster gebaut worden ist. Wenn man jetzt von dem Ort hier ausgeht, von Bebenhausen, dann könnte man vermuten, dass es vielleicht so 8. bis 9. Jahrhundert war, weil Hausen sehr so auf die Alemannenzeit zurückzuführen ist und ja, dieses Bebe ja, spricht eher für einen Typen, der hier mal groß da war, ein Herzog, vielleicht ein Mönch, irgendwas. Aber wenn man sich so die Funde aus dem Friedhof anguckt, der hier mal unterwegs war, dann geht man eher so auf 1046 bis 1056, so in der Zeit als Gründungszeit. Trotzdem verdammt alt. Das war hier ein katholischer Orden und ja, mit der Reformation war das natürlich vorbei. Also ein paar blieben hier, ungefähr die Hälfte der Brüder, die hier lebten, zogen in andere Klöster weiter, wo das katholische Klostertum weiterlebte. Und ja, letztlich war das Ganze dann noch als Klosterschule unterwegs hier und solche bekannten und berühmten Persönlichkeiten wie der Herr Schelling haben hier zum Beispiel sich unterrichten lassen. Ja, irgendwann war es natürlich auch damit dann mal vorbei, spätestens 1648, glaube ich, war es, ne? Mit dem großen Frieden war dann hier also auch mit Kloster nicht mehr wirklich viel. Neuzeitlich wurde das genutzt als Jagdschloss, als Sitz nachher für den Landtag des Landes und ja, sogar der Wilhelm II. Hat hier, bevor er abgedankt ist durch die Unruhen von Stuttgart 1918, hier kurz Unterschlupf gesucht, bevor er sich dann gänzlich verzupft hat. Ja, genug Geschichte, glaube ich, für heute. Wir laufen mal die letzten 5 Kilometer. Damit sind wir jetzt auf den letzten 4 Kilometern. Also haben wir schon über 35 weg. Und dieses Waldstück hier, nachdem ich den letzten Anstieg hoch bin, voll mit Bärlauch. Also es riecht wie Maggi gerieben an Frühlingszwiebel. Also war kurz okay, aber nee, morgen nicht. Schnitzelgeruch wäre mir viel lieber jetzt. So, damit sind wir jetzt über den Berg. Also Höhenmeter haben wir alle hinter uns. Sind dann doch, glaube ich, am Ende knapp 700 geworden. Letzten 4 Kilometerchen jetzt sozusagen zum Ort hier runter. Und dann lasse ich mich einsammeln. So, jetzt wieder im urbanen Gelände, kann ich bestätigen, Holger, Christa. Es ist definitiv so, dass der Fehler mit den Metern raus ist. Aber es gibt einen neuen, was mir aber schon aufgefallen ist. Wenn ihr an einer Kreisstraße oder Landstraße langlauft und die Dame die nennt, dann sagt sie nicht weiter auf K1049, sondern sie sagt weiter auf K1049, ich kann es gar nicht aussprechen, K1049 Serst irgendwie oder 149. Also vielleicht soll das ja so sein, keine Ahnung, da sprechen wir das auch alle falsch aus. Aber es triggert mich schon wieder. Jetzt habe ich mich doch gerade eben noch mal fast ordentlich erschreckt. Lauf so gerade an ein paar Leuten vorbei. Und im nächsten Moment, wo ich nach vorne gucke auf den Weg, sehe ich einen Meter vor mir einen Feuersalamander. Gerade noch bremsen und ausweichen können. Also das war echt haarscharf. Mindestens 1 mm Sohleprofil jetzt weniger, damit das Tier überlebt. Also sehr schön anzuschauen. Und also gerade in den Abendstunden und nachts im Dunkeln sehr vorsichtig sein auf solchen Waldwegen. Da krabbeln die nämlich ganz gern mal auf den Straßen rum. Insbesondere im Sommer nachher oder Frühherbst, wenn die Luft schon nicht mehr so warm ist, aber der Boden, also der Asphalt,
noch ein bisschen Wärme abstrahlt. Das genießen die da. Lassen sie sich noch ein bisschen den Bauch braten. Ja, das Schild hätten wir da oben schon gebraucht. Damit sind wir jetzt auf den letzten Metern und haben die 40 Kilometer somit gerade eben voll gemacht. Gut, heißt, wir laufen jetzt noch zum Abschlusspunkt und dann heißt es schon Verabschiedung. Ist wie gerade eben benannt beendet. Wir sind am Rathaus gerade vorbeigekommen, habt ihr gesehen, noch ein bisschen durch die Gassen geschlendert hier und stehen jetzt hier auch vor einem prunkvollen Gebäude. Also genau das Richtige, um sich zu verabschieden. War eine tolle Tour, danke, dass ihr dabei wart. So viel noch nicht getan, ihr wisst, Daumen wäre toll, ein Abo wäre toll. Die 1000 machen wir jetzt dann mal voll und dann denkt auch dran, in die Kommentare zu schreiben, was ihr euch als Exklusiv-Content sozusagen für die 1000 wünschen würdet. Ja, dementsprechend bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen als endgeile Strecke. Wenn ihr aus der Gegend kommt oder mal im Urlaub da seid, dann unbedingt ein Stück davon nachwandern. Schön Buch. Ist auf jeden Fall durchaus mal ein Besuch wert. Ja, bestes Wetter gehabt und dementsprechend bleibt mir nicht mehr zu sagen als danke, dass ihr dabei wart und tschüss.